Hier ist Simli 2D in der Version 0601 installiert und um das Programm kennenzulernen, das heißt die Werkzeuge auszuprobieren, zu sehen, wie funktioniert das hier alles, was kann das Programm, kann man mit dem Schnittmuster für den geraden Rock einen guten Anfang machen. Über den Button Neu in der oberen Programmleiste öffne ich zunächst mal eine neue Datei. Hier könnte ich einen Namen für das Schnittteil eingeben, ich lasse den so, wie er ist. Und ich kann die Einheiten, mit denen ich arbeiten möchte, auswählen. Voreingestellt ist das bei mir auf Zentimeter. Ich könnte auch mit Millimetern oder Zoll arbeiten. Ich lasse die Zentimeter und bestätige hier einfach nur mit OK. Jetzt sehe ich den Punkt A. Das ist der Startpunkt. Von hier aus berechnet das Programm alle Punkte und Linien, die ich zeichne. Simli 2D hat jetzt nicht nur alle Werkzeuge, die ich brauche, um ein Schnittmuster zu zeichnen, sondern es hat vor allen Dingen noch zusätzlich die Funktion, das Schnittmuster später mit anderen Maßen neu zu berechnen und auszugeben. Das macht die Konstruktion zunächst mal ein bisschen komplizierter, als wir die von Hand gewöhnt sind, hat aber später natürlich extreme Vorteile. Ich lege also zuerst eine Maßdatei an. In der oberen Programmleiste unter Maße öffne ich Simli-Me. Simli-Me ist der Teil des Programms, der die Maßdateien verwaltet. Und auch hier lege ich eine neue Datei an. Der Maßsatztyp soll individuell sein, meine Einheiten sollen Zentimeter sein. Ich kann einfach mit OK bestätigen. Für die Konstruktion des geraden Rocks will ich hier nur den Taillenumfang und den Hüftumfang eingeben. Über individuelles Maß hinzufügen gebe ich das erste Maß ein. Unter Name gebe ich TU als Abkürzung ein. Unter vollständiger Name gebe ich Taillenumfang ein. Der Taillenumfang ist ein am Körper gemessenes Maß. Unter Formel gebe ich hier den gemessenen Wert ein. In diesem Beispiel sollen das 80 cm sein. Ich füge noch ein neues Maß hinzu. Hier soll die Abkürzung HU sein, der vollständige Name Hüftumfang. Auch der Hüftumfang ist ein am Körper gemessenes Maß. Unter Formel gebe ich für dieses Beispiel den Wert 103 ein. Diese kleine Maßtabelle werde ich jetzt speichern. Simli führt mich hier in einen automatisch angelegten Ordner für Maßdateien. Ich gebe der Datei einen Namen, speichere die. Jetzt kann ich das Fenster schließen. Bevor ich mit meiner Zeichnung jetzt beginne, muss ich die Maßdatei laden. Unter Maße, Load Individual, führt mich Simli wieder in diesen automatisch angelegten Ordner. Hier kann ich die Datei anwählen und öffnen. Ich lege für den Rock jetzt zuerst eine senkrechte Grundlinie an. In der linken Programmleiste liegen die Werkzeuge in Gruppen eingeteilt. Um die Grundlinie anzulegen, brauche ich ein Punktwerkzeug, denn eine Linie liegt zwischen ihrem Startpunkt und ihrem Endpunkt. Ich nehme das Werkzeug Punkt mit Abstand und Winkel. Mit einem Klick wähle ich das aus und starte wieder mit einem Klick an Punkt A. Jetzt ziehe ich eine Linie nach unten und wenn ich die Shift-Taste halte, dann rastet die senkrecht ein. Ein kleines Stückchen Linie ziehe ich so und mit einem Klick stoppe ich die. Dann öffnet sich der Editor für diese Linie. Hier kann ich die Länge und den Winkel bearbeiten. Den Winkel konnte ich einrasten. Der liegt in der Maske bei 270 Grad, damit der in der Ansicht senkrecht vor mir liegt. Für die Länge gebe ich hier die Rocklänge ein. Die soll in diesem Beispiel 60 cm haben. Und mit OK bestätige ich. Wenn ich jetzt die Steuerungstaste halte, kann ich mit dem Scrollrad meiner Maus die Ansicht auszoomen und so anpassen, dass ich eine schöne Übersicht habe. Den Punkt A1, den steuere ich nochmal an. In der rechten Programmleiste kann ich den bearbeiten. Ich könnte hier Länge und Winkel ändern. Ich möchte den Punkt umbenennen. Unter Bezeichnung des Punktes gebe ich jetzt hier Länge ein. Auf dieser Linie möchte ich auch die Hüfthöhe einzeichnen. Das mache ich mit dem Werkzeug Punkt in einer Distanz auf einer Linie. Damit markiere ich den Punkt A und den Punkt Länge.
Die Hüfthöhe liegt in der Regel 20 bis 22 cm unter der Taillenlinie. Für das Beispiel gebe ich 20 cm ein. Den Punkt kann ich auch hier im Editor schon umbenennen. Den nenne ich Hüfthöhe. Bestätige das. Von der Hüfthöhe aus will ich jetzt eine Linie abwinkeln und den Hüftumfang einzeichnen. Das kann ich wieder mit dem Punkt mit Abstand und Winkelwerkzeug machen. Ich starte an der Hüfthöhe, die Shift-Taste haltend raste ich den Winkel ein, zeichne ein Stückchen, dann öffnet sich der Editor. Der Winkel ist eingerastet, den kann ich so lassen. Für die Länge öffne ich jetzt den Formelassistenten. Hier lösche ich zunächst den zufällig entstandenen Wert. Der Formelassistent öffnet sich voreingestellt mit der Abteilung Maße. Die brauche ich jetzt hier auch. In dieser Abteilung werden alle Maße aufgeführt, die in der Maßtabelle, mit der ich arbeite, hinterlegt sind. In diesem Fall sind das nur Hüftumfang und Taillenumfang. Den Hüftumfang möchte ich hier abzeichnen. Durch einen Doppelklick kann ich den in die Formel eingeben. Weil ich für das Schnittmuster nur mit dem halben Rock arbeite, muss ich den durch 2 teilen. Für die bessere Übersicht setze ich das in Klammern. Und ich addiere eine Bequemlichkeitszugabe von 1 cm. Ich bestätige das. Die Formel hat sich hier eingefügt. Den Wert kann ich kontrollieren. Das sind 52,5 cm hier. Den Linientyp möchte ich in diesem Fall gestrichelt haben. Das kann ich hier ändern. Ich bestätige mit OK. Auf der Mitte dieser Linie soll die Seitennaht liegen. Dafür gibt es ein spezielles Werkzeug. Das ist der Punkt, der den Mittelpunkt zwischen zwei anderen Punkten ermittelt. Damit starte ich an dem Punkt Hüfthöhe und markiere den Punkt A1. Und hier ist eine Formel voreingegeben, die die markierte Länge durch 2 teilt. Das bestätige ich. Von hier aus kann ich jetzt ein Hilfsgitter anlegen. Das mache ich mit dem Werkzeugpunkt von X und Y zwei anderer Punkte. Damit markiere ich den Punkt A1. Dann kann ich schon sehen, was dieses Werkzeug vorhat, nämlich auf der Achse von A1 einen Punkt anzulegen, dessen Höhe ich jetzt über die Höhe vom Punkt A festlege. Das mache ich nochmal über A1 die Höhe der Länge. Und auch für die Seitennahtlinie hier über den Punkt A2 und den Punkt A. Und nochmal über A2 und den Punkt Länge. Jetzt öffne ich die Gruppe der Linienwerkzeuge und nehme das einfache Linienwerkzeug, das zwei Punkte mit einer Linie verbindet. Ich verbinde A3 mit A4. Hier liegt die hintere Mitte. Zwischen A5 und A6 die Seitennahtlinie. In den Werkzeugeinstellungen in der rechten Programmleiste stelle ich den Linientyp eben um auf gestrichelt. Von A nach A3 verbinde ich die Taillenlinie. Und vom Punkt Länge nach A4 die Saumlinie. Auch die stelle ich auf gestrichelt um. Die Differenz zwischen dem Hüftumfang und dem Taillenumfang, die kann ich jetzt verteilen auf die Hüftrundung an der Seitennaht und den Abnäher vorne und den Abnäher im Rückenteil. Damit ich diese Verteilung später bequem bearbeiten kann,
lege ich eine kleine Hilfslinie an. Das mache ich mit dem Punkt mit Abstand und Winkel. Ich starte an A, ziehe eine waagerechte Linie nach links. Die soll ungefähr 10 cm Abstand haben. Die Linie will ich hier nicht sehen. Diesen Punkt nenne ich Hilfe. Das mache ich eben in den Werkzeugeinstellungen. Mit demselben Werkzeug starte ich jetzt am Punkt Hilfe, ziehe wieder eine waagerechte nach links. Und öffne den Formelassistenten. Vom Formelassistenten lasse ich mir jetzt die Differenz zwischen Hüfte und Taille ausrechnen. Ich rufe das Maß Hüftumfang auf. Davon brauche ich die Hälfte. Ich teile das durch 2 und setze das in Klammern für die bessere Übersicht. Davon ziehe ich ab und ich öffne wieder eine Klammer. Den Taillenumfang, auch den teile ich durch 2, schließe die Klammer. Der Assistent hat mir jetzt 11,5 cm für diese Maße berechnet. Ich bestätige das. Den Punkt nenne ich Differenz. Eine Linie möchte ich erstmal nicht haben. Bestätige das. Auf dieser Strecke lege ich jetzt mit dem Werkzeug, das einen Punkt in einer Distanz zwischen zwei Punkten anlegt, zwischen Hilfe und Differenz, einen neuen Punkt an. Hier gebe ich den Wert 3 ein und diesen Punkt nenne ich Abnäher hinten, das kürze ich ab. 3 cm Tiefe soll der Abnäher im Rückenteil haben. Demselben Werkzeug lege ich zwischen Abnäher hinten und dem Punkt Differenz noch einen Punkt an. Hier gebe ich den Wert 2,5 ein und nenne diesen Punkt Abnäher vorne, auch das kürze ich ab. Die Bezeichnung der Punkte sortiere ich ein bisschen. Mit dem Linienwerkzeug verbinde ich jetzt den Punkt Hilfe mit dem Punkt Abnäher hinten. Auf dieser Linie ist die Tiefe des hinteren Abnähers festgelegt. Die färbe ich blau. Zwischen dem Punkt Abnäher hinten und dem Punkt Abnäher vorne ist die Tiefe des vorderen Abnähers festgelegt. Die färbe ich pink. Und ich verbinde den Punkt Abnäher vorne mit dem Punkt Differenz. Diese Linie lasse ich schwarz. Auf der ist festgelegt, wie viel Weite an der Hüftrundung der Seitennahtlinie weggenommen wird. Vom Punkt 5 aus möchte ich erstmal 1 cm nach oben ausstellen. Das mache ich mit dem Werkzeug Punkt mit Abstand und Winkel. Ich starte an A5 und ziehe ein kleines Stückchen Linie senkrecht nach oben. Hier gebe ich 1 cm ein. Die Linie möchte ich hier nicht haben. Mit demselben Werkzeug starte ich am Punkt A7 und ziehe eine Linie waagerecht nach links. Ich öffne den Formelassistenten. Hier möchte ich die Hälfte der Linienlänge Abnäher vorne Differenz abzeichnen. Ich öffne die Linienlängen und suche Abnäher vorne Differenz. Gebe ich ein und teile die Länge durch 2. Die Formel kopiere ich, bestätige, wende das erstmal an. Okay. Mit demselben Werkzeug zeichne ich nochmal von A7 auch in die andere Richtung, also nach rechts eine waagerechte Linie. Hier kann ich für die Länge die kopierte Formel einfügen. Wende ich erstmal an. Okay.
dem Werkzeug für die einfache Kurve kann ich jetzt A8 mit A2 verbinden. Bei diesem Werkzeug liegen am Start und Endpunkt der markierten Strecke kleine Hebelchen. Die kann ich hier rausziehen. An A2 ziehe ich den Hebel raus. Auch den kann ich mit der Shift-Taste im Winkel arretieren. Damit kann ich die Kurve einformen. Am Startpunkt muss ich den Hebel in dem Fall gar nicht benutzen. In den Werkzeugeinstellungen liegen die Werte des Startpunkts auf 0 und die Werte des Endpunktes im unteren Bereich, hier sind das 90 Grad, die für den Hebel angelegt sind, und 6,8908 für die Länge. Diese Länge setze ich mal auf 7 cm glatt. Mit demselben Werkzeug mache ich das auch am Rückenteil. Hier starte ich an A2 und verbinde zum Punkt A9. Am Startpunkt nehme ich den Hebel, ziehe den senkrecht nach oben und gebe dieselben 7 cm ein wie am Vorderteil auch. Mit der einfachen Kurve zeichne ich auch die Taillenrundung ein. Vom Punkt A8 starte ich und verbinde zum Punkt A. Am Endpunkt nehme ich den Hebel, ziehe den waagerecht nach rechts und forme die Kurve ein. In den Werkzeugeinstellungen setze ich die Hebellänge auf 16,5. Im Rückenteil starte ich an A9 und verbinde zu A3. Am Endpunkt nehme ich den Hebel, ziehe den waagerecht nach links und in den Werkzeugeinstellungen setze ich die Länge des Hebels auf 15 cm. Im hinteren Teil des Rocks soll der Abnäher ungefähr auf der Mitte liegen und senkrecht nach unten verlaufen. Ich nehme das Werkzeug, das auf einer Kurve einen Punkt anlegt. Damit markiere ich die Kurve und öffne den Formelassistenten. Diese Kurve trägt den Namen A9, A3. Ich öffne die Kurvenlängen, rufe die Kurve A9, A3 auf und weil ich die Hälfte davon brauche, teile ich die durch 2. Das wende ich erstmal an. Okay. Mit dem Werkzeug Punkt mit Abstand und Winkel starte ich jetzt an A10. Ziehe eine senkrechte Linie nach unten. Die soll 15 cm lang sein. Okay. Um die Abnähertiefe einzuzeichnen, brauche ich wieder das Werkzeug, das einen Punkt auf einer Kurve anlegt. Damit markiere ich die Kurve, öffne den Formelassistenten, öffne die Kurvenlängen und ich brauche zuerst die Strecke A9, A10. Die rufe ich auf und davon ziehe ich ab die Hälfte der Linie vom Punkt Hilfe zum Punkt Abnäher hinten. Mit dieser Linie habe ich die Tiefe des hinteren Abnähers festgelegt. Ich öffne also die Linienlängen. Die Linie Hilfe Abnäher hinten liegt hier. Vorher öffne ich aber noch eine Klammer. Jetzt gebe ich die ein und teile die durch 2. Schließe die Klammer. Bestätige, wende das an, kopiere diese Formel, bestätige nochmal. Mit demselben Werkzeug rufe ich die Kurve nochmal auf und jetzt muss ich nur die kopierte Formel eingeben und das Minuszeichen durch ein Pluszeichen ersetzen. Das wende ich an. Okay.
Mit dem Linienwerkzeug kann ich die Apnea-Schenkel einzeichnen, von A11 nach A12 und nochmal von A11 nach A13. Am Vorderteil soll der Apnea ca. 7 cm von der Seitennaht entfernt liegen und ungefähr parallel zur Hüftrundung laufen. Ich nehme das Werkzeug, das einen Punkt auf einer Kurve anlegt, markiere die Kurve und hier muss ich nur die 7 cm eingeben. Mit dem Punkt mit Abstand und Winkel starte ich an A14, ziehe eine Linie, die ungefähr parallel zur Hüftrundung läuft. Dieser Apnea soll 8 bis 10 cm lang sein. Ich gebe hier 10 cm ein. Ich setze den mal auf 276 glatt. Wende den an. Okay. Wieder mit dem Werkzeug, das einen Punkt auf einer Kurve anlegt, markiere ich die vordere Kurve, öffne den Formelassistenten, rufe die Kurvenlängen auf und jetzt brauche ich das Kurvenstück vom Punkt A8 zum Punkt A14. Das rufe ich auf. Von dieser Strecke möchte ich abziehen, ich öffne schon mal die Klammer, die Hälfte der Linienlänge Apnea hinten, Apnea vorne. Auf dieser Linie habe ich die Tiefe des vorderen Apneas festgelegt. Ich rufe also die Linienlängen auf. Gebe die Linienlänge Apnea hinten, Apnea vorne ein. Teile die durch 2 und schließe die Klammer, bestätige das, wende das an, ich kopiere die Formel, bestätige mit OK. Mit demselben Werkzeug wähle ich die Kurve nochmal an und gebe die kopierte Formel ein. Das Minuszeichen ersetze ich durch ein Pluszeichen. Kontrolliere ich. Okay. Mit dem Linienwerkzeug zeichne ich die Schenkel ein von A15 nach A17. Und nochmal von A15 nach A16. Diese Verteilung kann ich über meine Hilfslinie jetzt bearbeiten. Ich könnte zum Beispiel für eine Figur mit starkem Po den hinteren Apnäher auf 3,5 setzen. Dann steuere ich den Punkt Apnäher hinten auf meiner Hilfslinie an und in den Werkzeugeinstellungen kann ich die 3 cm, die ich festgelegt habe, zum Beispiel auf 3,5 cm setzen. Dann wird der hintere Apnäher größer, der vordere hat sich nicht verändert, die Seitenrundung aber hat sich verändert. Die 5 mm, die der hintere Apnäher mehr hat, sind in der Seitenrundung weggenommen worden. Wenn ich auch im vorderen Apnäher mehr Weite wegnehmen möchte, steuere ich den Punkt Apnäher vorne an. In den Werkzeugeinstellungen könnte ich zum Beispiel hier 3 cm eingeben. Der hintere Apnäher hat sich dabei nicht verändert. Der vordere ist natürlich tiefer und die Hüftkurve ist flacher geworden. Ich kann also über meine Hilfslinie die Hüftkurve und die Apnäertiefe genau an die Figur anpassen, für die der Rock genäht werden soll. Diese Änderungen setze ich zurück. Für den geraden Rock würde ich an der Saumlinie 1 cm an der Seitennaht einstellen. Mit dem Werkzeugpunkt in einer Distanz auf einer Linie markiere ich A6 und den Punkt Länge.
und würde zum Beispiel einen Zentimeter einstellen. Mit demselben Werkzeug markiere ich zwischen A6 und A4 auf der Rückseite. Hier rufe ich die Linienlängen im Formelassistenten auf und suche die Linienlänge A6, A18. Die 18 gebe ich in den Filter ein, damit ich nicht lange suchen muss. Gebe die Linie in die Formel ein, bestätige die und mit dem Linienwerkzeug kann ich jetzt verbinden von A2 nach A18 und nochmal von A2 nach A19. Den Reißverschluss würde ich in der hinteren Mitte anlegen. Mit dem Punkt in einer Distanzwerkzeug markiere ich A3 und A1. 18 cm soll der lang sein, der Reißverschluss. Den Punkt könnte ich auch RV nennen für Reißverschluss. Mit demselben Werkzeug lege ich zwischen A4 und A1 noch einen Punkt für einen Schlitz an. Den gebe ich mal mit 6 cm ein und gucke mir den an. Ist ein bisschen sehr kurz. Machen wir 8 cm draus. Okay. Ich zeichne auch noch das Bündchen mit dem Punkt mit Abstand und Winkel. Starte ich an A3, ziehe eine waagerechte Linie. Lege ich auf 7 cm, das soll nur der Abstand sein. Da brauche ich keine Linie. Mit demselben Werkzeug starte ich jetzt an A21, ziehe eine senkrechte Linie nach unten, öffne den Formelassistenten, rufe das Maß Taillenumfang auf. Ich zeichne nur das halbe Bündchen, teile also durch 2. Ich setze das auch für die Übersicht in Klammern und addiere auch hier den Zentimeter für die Bequemlichkeitszugabe. Ich wende das an. Okay. Vom Punkt A22 aus ziehe ich noch ein Stückchen senkrecht nach unten. Hier gebe ich den Untertritt für den Knopf ein. Den lege ich mit 3 cm fest. Von A21 aus, waagerecht nach rechts, lege ich die Breite des Bündchens fest. Hier gebe ich 3,5 cm ein. Von A24 aus zeichne ich noch ein Stückchen. Ich zeichne das Bündchen gleich doppelt. Über den Formelassistenten rufe ich die Linienlänge auf, die ich zwischen A21 und A24 festgelegt habe. Damit ich nicht lange suchen muss, gebe ich die 24 in den Filter ein. Zuerst mal die zufällig entstandene Zahl löschen. Jetzt kann ich die Linienlänge eingeben. Bestätige die und mit dem Werkzeug Punkt über X und Y zweier anderer Punkte übertrage ich die Punkte jeweils auf die gegenüberliegende Seite. Und verbinde mit dem einfachen Linienwerkzeug. Die mittlere Linie habe ich gestrichelt, das ist die Bruchlinie. Hier oben liegt die vordere Mitte des Rocks.
Auf dieser Linie liegt die hintere Mitte. Das letzte Stückchen ist der Untertritt, den ich später nur auf einer Seite wirklich nutze. Für die Druckausgabe meines Schnittmusters brauche ich nicht alle Linien meiner Konstruktion. Die Hilfslinien zum Beispiel will ich da gar nicht sehen. Deshalb werden die Teile jetzt auskopiert. In der Gruppe Add Details liegt das Werkzeug, das die Schnittteile erstellt. Mit diesem Werkzeug markiere ich jetzt die einzelnen Teile an der Außenlinie im Uhrzeigersinn. Am Vorderteil starte ich am Punkt A18, markiere den Punkt Länge, markiere den Punkt A. Das Kurvenstück der Taillenrundung ist gegen den Uhrzeigersinn angelegt. Hier muss ich die Shift-Taste halten und diese Kurve markieren. Ich markiere den Punkt A17, den Punkt A15, A16, nochmal die Kurve der Taillenrundung. Auch hier muss ich wieder die Shift-Taste halten. Markiere den Punkt A8. Die Kurve, diese Kurve liegt im Uhrzeigersinn. Den Punkt A2, den Startpunkt markiere ich nicht nochmal, sondern ich bestätige jetzt mit Enter. Dieses Fenster bestätige ich erstmal nur mit OK und kann jetzt die Abteilung Piece in der oberen Programmleiste öffnen. Hier passe ich erstmal die Ansicht an und sehe mein auskopiertes Vorderteil. Das kann ich jetzt rechts anklicken, Optionen wählen, Labels wählen, den ersten Reiter, Piece Label Data, und kann hier den Namen für dieses Teil eingeben. Ich gebe hier Vorderteil ein und bestätige das. In der rechten Programmleiste kann ich dieses Vorderteil anwählen. Ich gehe wieder zurück zur Abteilung Draft, nehme das Werkzeug, das Schnittteile erstellt, und mache das auch mit dem Rückenteil. Starte hier an A4, markiere A19, Punkt A2. Die Kurve der Hüftrundung läuft hier im Uhrzeigersinn, die kann ich einfach anklicken. Markiere den Punkt A9. Auch die Kurve der Taillenrundung läuft im Uhrzeigersinn. Die kann ich einfach anklicken. Markiere den Punkt A12, A11, A13 und nochmal die Taillenrundung, den Punkt A3. Hier markiere ich auch den Punkt Reißverschluss und den Punkt A20, den ich für den Schlitz angelegt habe. Ich bestätige mit der Enter-Taste. Bestätige hier einfach nur mit OK und öffne die Piece-Abteilung. Ich zoome hier mal ein bisschen aus. In dieser Abteilung kann ich nämlich die Teile verschieben, wie ich möchte. Auch das Rückenteil klicke ich rechts an, öffne die Optionen, gehe zu den Labels, den ersten Reiter, Piece Label Data. Und gebe hier den Namen Rückenteil ein. Ich gehe wieder zurück zum Zeichnen. Nehme das Werkzeug, das die Schnittteile auskopiert, und kopiere auch das Bündchen aus. Hier starte ich am Punkt A27, markiere A26, A23, A22. 21, 24, 25 und die 28. Über Enter bestätige ich. Bestätige erst mit OK. Gehe in die Abteilung der Schnittteile. Auch hier öffne ich die Optionen. Gehe zu Labels, den ersten Reiter, Piece Label Data. Und gebe den Namen Bund ein. Bestätige das. Ich gehe nochmal zurück in die Abteilung Zeichnen.
und nehme das Werkzeug, das einen internen Pfad in ein Schnittteil einzeichnet. Damit markiere ich den Punkt A22 und den Punkt A28. Mit der Enter-Taste bestätige ich. Hier könnte ich einen Namen für diesen Pfad eingeben. Meine Zeichnung ist übersichtlich, das muss ich hier nicht machen. Aber unter Piece muss ich eingeben, in welchem der auskopierten Teile der Pfad angelegt werden soll. Das soll im Teil bunt sein. Ich bestätige mit OK. Und zeichne noch einen Pfad ein. Markiere den Punkt A24 und den Punkt A26. Mit der Enter-Taste bestätige ich. Diesen Pfad möchte ich gestrichelt haben. Das ist die Bruchlinie. Und auch dieser Pfad soll im Teil bunt liegen. Das kann ich jetzt kontrollieren. Wenn ich den Schnitt ohne Nahtzugabe ausdrucken möchte, kann ich den jetzt so zum Drucken übergeben. Wie zu Beginn versprochen, kann ich dieses Schnittmuster jetzt von Seemly auch mit anderen Maßen ausgeben lassen. Dazu muss ich neue Maßdateien mit den gewünschten Maßen anlegen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Die kann ich wie zu Beginn über Maße Load Individual aufrufen. Seemly führt mich auch hier in den automatisch angelegten Ordner. In der Beispieldatei 2 habe ich Maße mit größeren Werten hinterlegt. Die lade ich jetzt und sehe das Schnittmuster mit einem Taillenumfang von 88 cm und einem Hüftumfang von 109 cm. Die auskopierten Teile haben sich automatisch angepasst. Ich rufe auch mal eine Maßdatei auf, in der ich kleinere Maße hinterlegt habe. Und jetzt konnten wir schön sehen, wie sich die Schnittteile automatisch angepasst haben. Jetzt mit einem Taillenumfang von 68 cm und einem Hüftumfang von 94. Über die Maßtabellen kann ich also das Schnittmuster mit anderen Größen ausgeben. Ich kann aber auch in der Konstruktion Möglichkeiten anlegen, an denen ich später Veränderungen vornehmen kann. Wie zum Beispiel die Verteilung der Abnäherweite, die ich auf meiner Hilfslinie angelegt habe. Punkte wie die Länge zum Beispiel kann ich ansteuern und in den Werkzeugeinstellungen verändern. Ich könnte die Länge statt der 60 cm, die ich festgelegt habe, auf 50 cm setzen. Wenn die Hüfthöhe zum Beispiel tiefer liegt, kann ich auch die über die Werkzeugeinstellungen nachträglich bearbeiten und zum Beispiel auf 22 cm setzen. Alle diese Anpassungen übertragen sich auf die auskopierten Teile automatisch.